Also ja, nicht nachmachen, gell? Heidi hei. Wir machen das aus Testzweck wegen dem Hobel. Lass den Zahn da drin, Alter. Gleitschirm heißt es, ne? Paraglider, kannst du auch sagen. Ein Gleitschirmflieger. Ja, sag nicht Fallschirm. Ja, okay. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein bisschen was Besonderes. Ihr seht, wir sind hier wieder auf unserer privaten kleinen Rennstrecke angekommen. Heute geht es aber nicht um ein wirkliches Rennen, sondern wir sind hier, um ein physikalisches Experiment durchzuführen. Wir nennen es jetzt einfach mal so. Klingt cool. Unser Roger ist passionierter Gleitschirmflieger. Wir haben also in der Firma A einen passionierten Gleitschirmflieger und B einen passionierten Crossmo-Fahrer, unseren Breu. Und das, habe ich mir überlegt, könnte man noch mega geil kombinieren, um heute herauszufinden, schaffen wir es, Roger in die Lüfte zu bringen mit seinem Gleitschirm, wenn er an einem Crosshobel hängt. Klingt wild, wird's bestimmt auch. Ich würde sagen, wir schauen mal zum Roger, er bereitet schon alles vor. Roger, wie sieht's aus? Marvin. Ach du Scheiße. Ja, vorbereitet bin ich, ja voll. Also, wir haben hier dein Gleitschirm. Gleitschirm ist da. Ein bisschen Schnur ist gut. Dann haben wir da ein Seil, das ist jetzt mal das kurze 40 Meter Seil. Digga, wo willst du hin, Alter? Bist du ein Vögelkonkurrent? Ich habe nur das bekommen, tut mir leid. Ich habe dann da noch ein längeres. Falls es super gut funktioniert, habe ich da noch ein 60 Meter Seil, aber da lassen wir jetzt mal noch beiseite. Dann haben wir da. Jetzt wird es spannend. Jetzt also, wird spannend. Wir müssen vielleicht dazu sagen, du, Gleitschirm, logisch. Breu auf dem Crosshobel, auch noch logisch. Aber wie kriegen wir die beiden hier verbunden, damit er mit diesem Crosshobel den Roger ziehen kann? Roger, was hast du dir überlegt? Ich habe mir überlegt, am Hobel habe ich geschaut, wo können wir allenfalls ein Seil anmachen. Aber die Problematik ist, wenn ich starte, ist das Seil gerade und das muss ich 90 Grad Winkel können machen, wenn ich zuoberst oben wäre, wenn denn das funktioniert. Das wird funktionieren. Und da kannst du da nicht nie ins Recht anbinden, beziehungsweise wenn die Seilspannung nicht da wäre, kann es sein, dass sie das Radio wickelt. Und darum habe ich hier kurzerhand ein Klettergestell organisiert, wo man hinten einen Haken anhängen kann. Das muss den, quasi Breu anziehen. Wo den lieben Breu anlegen kann. Und dann hat er halt Zug am Rücken, kann sich heben vorne und je nachdem müssen wir dann halt den Breu noch vorne am Hobel anmachen, weil jetzt zieht es natürlich gigantisch nach hinten. Glaubst du, das ist eine gute Idee, den Fahrer von einem Mofa, wo ein Typ mit Gleitschirm dranhängt, am Mofa zu befestigen? Ja. Okay. Ja, ich würde sagen, du gibst mir das Geschirr schon mal. Gut. Ich schaue schon mal zu unserem Bruchpiloten, zum Breu, was er meint. Du baust deinen Gleitschirm schon mal auf und wir sehen uns dann gleich nochmal. Gut. Alter, das wird geil. Breu, mein Lieber, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe ja was für dich. Du hast schon den Plan gehört, oder? Ja, ich habe so ein bisschen drin gesehen. Was hältst du davon? War so eine coole Idee, also, oder? Die Idee ist wirklich geil. Ich habe so meine Bedenken. Was? Nee. Was soll denn da schiefgehen? Ja, also in der Theorie ist alles lustig, oder? Also, ich sage es ungern, aber ich habe eher das Gefühl, die Leistung vom Töffli wird zu wenig sein. Aber Roger ist ja so ein Leichtgewicht. Den kriegst du ja wohl easy nach oben. Ja, ich mache mal weniger. Also Roger bringe ich schon in die Luft, das ist kein Problem. Aber mit dem Schirm, das bremst schon zünftig ab. Vielleicht rollen wir die Schnur auf, du fährst schon mal los. Dann, wenn du eine gewisse Geschwindigkeit hast, auf einmal spannt Seil und zieht den Roger gerade nach oben. Ja gut, mein Gesicht schlägt nicht auf die Wiese, also von dem her. Ich glaube, das besprechen wir am besten dann nochmal mit dem Roger, was er dazu sagt. Ich sehe es eher so, dass ich werde mich am Töffli festmachen müssen, weil das mag ich nicht heben. Ja. Und dann sehe ich es eher so, dass der Roger mich samt dem Töffli abhebt. Also das wäre aber auch mega geil. Also wir haben extra einen Splinter konstruiert, schnell heute Morgen. Ah, habt ihr einen Schnellverschluss? Der Roger kann sich auskoppeln, wenn er merkt, dass ich schon auf der Fresse liege oder irgendetwas ist, okay. Dann kann er ziehen. Nur das Seil kommt dann retour und ich habe Angst um meine tollen Rädchen, wenn 40 Meter Seil oder weiter gesagt, wie lang sind sie? Ja, 40 oder 60, das ja, sehen wir dann. Ja, ich glaube 60 Meter Seil haben wir schön zusammengerollt. Die haben Bremsen okay. Ich merke schon, umso mehr wir darüber reden, umso unsicherer werden wir alle. Wir machen es jetzt einfach. Mal. Ja. Wir schauen mal ganz kurz zum Roger, der baut hier auch schon wieder seinen Schirm auf. Ich finde das gerade größer wie erwartet. Alter, das ist ja ein riesen Ding, Roger. Da hätte noch niemand gesagt. Also Roger, es geht hier leicht bergab. Eigentlich, wenn du jetzt kein Mofa hättest, würdest du hier runterrennen und dann von alleine schon starten können. Schwierig. Aber ich kenne das so, ihr lauft ja eigentlich mal bergab. Ja, voll. Also wir haben schon mal leicht bergab. Genau. Und den Rest muss dann das Mofa machen. Genau. Ja, guck, Alter. Also. Das schätze ich doch. Hier, Optimismus, mein Freund. Roger. Hä? Die hat mit dem Gesicht noch nie auf so Boden gehauen, gell? Nein. Beim Hilmer. Mhm. Safety first. Du hast... Lass den Zahn da drin, Alter. Gut, ich würde sagen, ihr macht euch parat. Und dann geht's auch schon gleich los. So. Einmal durch. Ja. Zapfen rein. Ziehen. Kann ich den ziehen, wenn ich den noch... Ich gebe ihm mal voll zu. Ja, zieh mal voll.
Zack, Splinter. Das sollte funktionieren. Ich sollte nicht auf die Seile stehen. Ja, hör auf, du bist noch. Eine einfache Lösung ist mir heute Morgen um 6 Uhr nicht eingefallen. Okay, ihr seht, wir sind ready. Mofa steht, ist angehängt am Geschirr. Wir haben hier den Roger mit einem Funkgerät ausgestattet. Sieht auch höchst professionell aus. Ist jetzt immer auf Funk zum Bräu, denn die beiden müssen jetzt Kontakt haben. Ich nehme noch die Drohne hoch und dann sind wir eigentlich schon ready. Also ja, nicht nachmachen, gell? Heidi hi. Wir machen das aus Testzweck wegen dem Hobel. Wir wollen testen, ob der Hobel genug Leistung hat. Also wir machen das nicht freiwillig, das ist unser Job halt. Ja. Ist halt so. Kann ich starten? Ja, stimmt. Wenn du es aushängt gegangen? Gut. Ja. Solange du dich nicht aushängst, ziehe dich einfach konstant die Geschwindigkeit an und um. Voll. Probieren wir es nochmal. Alter, das hat mega geil funktioniert, Alter. Meinst du, wir schaffen noch mehr? Also mein Vorschlag ist jetzt, dass wir das Seil doppelt nehmen. Also nicht doppelt, sondern... Also die doppelte Länge? 40 Meter. Jetzt haben wir 20, jetzt nehmen wir 40 mal. Das hat funktioniert, aber es geht bestimmt noch krasser. Ja, ich denke schon, ja. Leute. Erster Versuch war sehr erfolgreich. Herzlichen Glückwunsch an euch beide. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt doppelte Länge Seil und wirklich mal eine Runde hier. Ja, wir probieren es mal. Das wäre so geil, Alter. So, zweiter Versuch. Wir sind ready. Wir haben jetzt 40 Meter Seil. Hobel läuft doch. Roger ist motiviert. Bist du parat? Jawohl. Roger, wie sieht's bei dir aus? Ready, gut. Alles klar. Also ich gehe mal in Sicherheit. Viel Spaß mit den Aufnahmen. Wir versuchen eine ganze Runde. Zug ist nicht so optimal. Nicht wirklich, nein. Wir probieren es jetzt nochmal. Damals einfach Vollgas, geradeaus. Und ich hänge mich aus, wenn ich zu oberst bin. Weil so Kurven machen ist es gefährlich, da mit den Bäumen und so. Darum machen wir einfach einmal geradeaus noch voll Schnaps und schauen, wie hoch ich komme. Ja, was war los, Jungs? Oi. Sturz vom Feinsten. Ah, vom Feinsten. Drama, Drama. Nee, nichts passiert, oder? Nein, normale landen wir. Nicht staubig, aber das ist halt... Und du bist auch geflogen? Ja. Also, du lagst länger wie er, habe ich gesehen. Ja, da ist es so. Was war los? Also, hast du dich verletzt? Mal, gell, wenn der Schirm auf die Seite zieht, du hast keine Chance mit dem Gar nichts mehr, ja. Ja, genau, gewusst, jetzt zieht es einfach. Auf der Drohne hat man es ganz gut gesehen, das war wirklich keine Chance. Nein, also Schritttempo und einfach nur noch... Und dann ist das Problem, ich bin vorne am Lenker fixiert und hinten auch. Ich bin eigentlich mit dem Töffel am Boden gelegen, aber der Führer noch hinterher. Und ich dachte schon so, okay, Roger, alles gut, er hat sich verletzt, er liegt immer noch. Und in Wirklichkeit war es doch nur angehängt. Ja, ich habe einen Karabiner und deine Kadetze erst mal so aufschrauben. Aber das braucht man, ne? Du würdest sofort Nein, runter. Du magst nicht heben. Also ich muss gute schon, Idee gewesen. Wenn schon Angst, dass das Töffli abhebt, wenn er Zug hat. Ja. Also gerade wenn das Seil mal nicht hundertprozentig gespannt ist und dann kommt wieder Zug, dann fängt es mit dem Töffli vorne schon an. Es ist grenzwertig. Aber es war auf jeden Fall schon mal eine ganz andere Liga wie das erste Mal. Und man sagt ja so schön, alle guten Dinge sind drei. Deswegen gibt es jetzt noch einen letzten Versuch. Schön mittig, dass man keine großen Kurven fahren muss, weil das haben wir jetzt gemerkt, ist nicht so geil. Einmal die komplette Länge, so hoch wie möglich, so schnell wie möglich, so weit wie möglich. Und wenn wir das erreicht haben und alle noch leben und keiner irgendwie bei der Suva sich melden muss danach, dann haben wir eigentlich einen erfolgreichen Spaßtag gehabt. Also ihr zieht euch an, ich starte die Drohne und da gehen wir einmal nochmal richtig alles. Sehr geil. Also, letzter Versuch, jetzt gehen wir wirklich 120%.
Es hat halt einfach funktioniert, Alter. Es hat einfach funktioniert. Richtig geil, Alter. Richtig geil. Hey, ich sag euch eins, ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Also deine Zweifel, ich hab ganz kurz, dass du mich erwischt damit. Ich dachte auch so, hey, das könnte nie funktionieren. Wie ein Meister da oben, wie ein Engel. Wie ein Engel da oben, der Roger. Also das war auf jeden Fall ein erfolgreiches Erlebnis. Haben wir uns genauso vorgestellt? Nein, eigentlich nicht. Wir haben gedacht, es geht mega schief, aber ist auch geil, wenn es mal funktioniert. Leute, danke, dass ihr am Start wart. Richtig geil. Wenn ihr auch solche verrückten Ideen im Kopf habt, dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Wir setzen das alles liebend gern für euch um, wie ihr merkt. Ansonsten nicht vergessen, auch den Channel zu abonnieren. Wir räumen jetzt hier auf und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht es gut. Jungs, den Feierabend haben wir uns verdient. Ciao. Ciao. Müssen wir das jetzt alles zusammenräumen oder kann man es einfach liegen lassen? Kommt der Markt vorbei. Hey Marvin, hat nicht der Boy noch einen 300 Kubik Difti High? Alter, und ich kann bestimmt ein Segelflugzeug organisieren oder so. Ja, logisch, machen wir, oder? Du fliegst, er zieht, ich film. Voll, also darf man natürlich nur, wenn diese Videos gut gelagert werden. Ja, dann schaut doch gerne mal in eins von diesen zwei Videos hier, links oder rechts.